Hallo zusammen, ich bin euer Vlog Dave. Das heutige Video handelt von einer eher unschönen Angelegenheit, die ich trotzdem thematisieren möchte. Zum ersten Mal in meinem jetzt 26-jährigen Leben habe ich mich am Fuß verletzt. Achtung! Dieses Video enthält dokumentarische Fotos über meinen verletzten Fuß. Falls ihr das also nicht sehen wollt, schaut euch dieses Video lieber nicht an. Es war ein wirklich schönes Wochenende mit meinen Freunden im Juli. Wir wollten zusammen bei Vuko grillen und das schöne Wetter genießen. Als es dann am Nachmittag des 22.07. losgehen sollte, passierte es. Ich bin gestolpert. Dabei ist mein rechter Fuß umgeknickt. Zwischen dem Grill und dem Tisch lagen zwar nur 2 bis 3 Meter, aber eine Kuhle im Rasen hat mich dort dann doch zu Fall gebracht. Ich kann mich nur erinnern, wie ich ein Knacken hörte und plötzlich auf dem Boden saß. Zuerst dachte ich mir nichts dabei, denn jeder fällt mal hin. Als nach einigen Sekunden mein rechter Fuß allerdings ziemlich schmerzte, wusste ich, dass ich mich wohl doch stärker verletzt hatte. Mein Fuß schwoll an, er wurde ziemlich dick. Ich bin sofort ins Badezimmer gegangen, um kaltes Wasser über meinen pochenden Fuß fließen zu lassen. Als ich wieder am Tisch bei den anderen saß, bemerkte ich eine große Beule an der rechten Seite meines Fußes, genau auf Höhe des Knöchels. Könnte ich mir den Fuß gebrochen haben oder ist es lediglich eine Verstauchung? Ich habe meinen Fuß hochgelegt, um ihn nicht weiter zu belasten. Vor dem Schlafengehen konnte ich fast überhaupt nicht laufen. Am Sonntag war die Lage schon etwas angenehmer. Nach dem gemeinsamen Frühstück saßen wir draußen auf dem Balkon. Im Tageslicht konnte ich die Blutergüsse an meinem rechten Fuß jetzt sehr deutlich sehen. Meine gute Freundin Ines hat mich mit einem Schmerzmittel in Tablettenform versorgt und Vuko hat mir eine Salbe gegen Schwellungen und Entzündungen gegeben. Nach der Abreise der anderen Gäste hat Vuko mir außerdem ein kaltes Fußbad fertig gemacht. Generell muss ich ihm und meinen anderen Freunden sehr für die helfenden Worte und Taten an diesem Wochenende danken. Am Montag reiste ich mit dem Vorhaben zurück, meinen Hausarzt am Dienstagmorgen aufzusuchen. Bevor die sehr nette Ärztin einen näheren Blick auf meinen Fuß werfen konnte, sollte ich in das direkt mit der Arztpraxis verbundene Krankenhaus gehen, um meinen Fuß röntgen zu lassen. Da ich nie größere Verletzungen hatte, lag mein letzter Röntgentermin sicherlich schon 15 Jahre zurück, wenn nicht sogar länger. Zum Glück hat sich dann herausgestellt, dass trotz des Knackgeräusches beim Fallen nichts gebrochen war. Ich habe einen Bänderriss an meinem Sprunggelenk erlitten. Die Ärztin hat mir dann noch einen Stützverband angelegt. In Deutschland brauchen Arbeitnehmer, wenn sie aus gesundheitlichen Gründen nicht zur Arbeit kommen können, für gewöhnlich eine Bescheinigung ihres Arztes. Jetzt folgt ein typisch deutsches Wort: die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Vielen Deutschen ist dieses Wort auch zu lang. Und deshalb nennen wir diese Bescheinigung umgangssprachlich meistens AU oder der gelbe Schein. Dort sind einige Daten vermerkt, unter anderem auch der Befund, allerdings in Form einer kryptischen internationalen Kennung, die man allerdings leicht googeln kann. Eine AU bekommt man für gewöhnlich in dreifacher Ausführung. Ein Exemplar für mich selbst, eins für meine Krankenkasse und eins für meinen Arbeitgeber. Übrigens, in Deutschland ist es Pflicht, krankenversichert zu sein. Ich weiß, dass dieses Video nicht allzu appetitlich anzusehen war, aber ich dachte, es sei vielleicht interessant, auch mal über so etwas zu sprechen. Vielleicht habt ihr einige neue Wörter gelernt, über die ihr sonst nicht erfahren hättet. Hattet ihr auch schon mal eine solche Verletzung? Erzählt mir gerne davon in den Kommentaren. Thanks for watching the video. If you enjoyed it, don't forget to leave a like and to share it with other people. And if you want to support this channel even more, check out my Patreon page. A little tip per video can make a difference and help me a lot. Also feel free to follow me on social media. I'm your Vlog Dave. Tschüss und bis zum nächsten Mal.